Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Total War Rome 2 zusammen mit eurem Rio spielen wir Makedonien. Und wir sind in Part Nummer 22, gerade marschieren wir auf Segestia, das die letzte Bastion der Delmaten. Und ich gehe mal stark davon aus, dass auch diese Bastion alsbald fallen wird. Ich habe mir jetzt überlegt, ich werde nicht warten, bis unser General, den wir eigentlich ein bisschen in die Richtung bringen müssten, dort ankommt, sondern ich würde mit der nächsten Runde die Delmaten angreifen. Und dann möchte ich nämlich eigentlich ganz gerne als nächstes gen Patavia marschieren. Patavium. Die beiden. Ich bin überlegen, ob ich das hier noch einnehme. Oder nicht. Segestia, Singundum. Aquinucum ist, glaube ich, nee, das ist hier. Wo ist denn das? Das sehen wir noch gar nicht. Ist also auch nicht wirklich wichtig. Ich glaube, wir machen das nämlich zum Klientelkönigtum. Haben wir hier irgendwelche interessanten Waren? Ich glaube nämlich auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen nämlich gucken. Zwar haben wir als Makedonier da einen relativ guten Bonus und müssen da nicht so extrem drauf achten. Aber... Wo ist Epidamnos gleich nochmal? Epidamnos war doch hier unten irgendwo. Da. Epidamnos brennt. Oh, die verlieren ganz schön Ordnung. Kulturelle Unterschiede, Gebäudeverarmung, Steuern, Militärpräsenz. Das ist gerade nicht so nett. Wir sollten den Tempel bauen. Und in Jada sollten wir das umbauen. Ja, die müssen sich jetzt natürlich erstmal... Wir müssen die, jetzt sind wir nämlich an der Stelle angekommen, wo wir sie, wo wir die Kultur ändern müssen. Wir müssen sie zu Hellene springen und von Keltisch weg. Das war, glaube ich, hier drüben auch gar nicht so das Problem in Odessus oder Antaia. Die waren ja ursprünglich auch Keltisch, aber das ging da relativ fix. So, das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Kultur da anpassen. Bei 58% sind die Kelten hier noch. Ich weiß aber auch leider nicht. Also es ändert sich stark. Ich glaube, die Pfeile zeigen uns ungefähr an, wie stark es sich ändert. Den hier möchte ich auf jeden Fall nach Epidamnos ziehen, damit wir da eine militärische Präsenz haben. Und in Apollonia würde ich fast sagen... Warum haben wir hier einen Tempel des Ares? Weil wir produzieren ja hier Wein. Eigentlich können wir... uns überlegen, dass wir hier Wohlstand durch Handelsgeschäfte verstärken in Apollonia. Aus allen Handelsgebäuden, durch Industriegebäude, Wohlstand durch Handelsgebäude. Muss ich mir nochmal genauer überlegen. Vielleicht mache ich das auch mal offscreen, dass ich so ein paar größere Überlegungen anstelle, wie wir unsere Siedlungen auf die richtigen Pfade bringen. In Odessus, das ist hier rechts, könnten wir die Kaserne upgraden. Laienpanzer-Pikeniere können wir dann ausbilden. Wir haben hier relativ gute Ordnung, daher würde ich sagen, können wir das glatt mal machen. Machen wir das beides. Müsste von der Ordnung passen, passt auch vom Geld her. Und dann beenden wir die Runde. Wir sind ja jetzt gleich in Segestia. Ah, aber ich glaube, es ist Klientelkönigtümer. Zählen die zu den Siegbedingungen? Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Die Kampagne gewinnen wir im Endeffekt nur, wenn wir eine gewisse Anzahl an Regionen erobert haben. Muss mal gucken, ob ich das gleich mal finde. Und da bin ich mir gerade nicht sicher, ob Klientelkönigtümer dazugehören. Athen wäre jetzt natürlich noch eine Idee, dass wir Athen tilgen als Klientelkönigtum. Mein Volk ist stolz. Und eures ist es auch. Doch Stolz sollte niemanden davon abhalten, Freunde zu haben. Ihr seid prinzipiell so weit fest, so weit entfernt, dass ihr mir ziemlich egal seid. Also machen wir das. Der scheint auch treu zu sein vom Diplomatenstatus.
Nein! So hinfort mit dir. Wir wissen jetzt noch nicht, ob da was passiert ist, oder? Auf jeden Fall kippt er nicht um. Vielleicht ist er gescheitert. Ich weiß es nicht. Ups. Da kommen auch immer wieder andere Icons dazu. Aber ich habe letztes Mal geguckt, ich habe ein neues Spiel angefangen. Und da ging die Runde schon viel schneller vorbei. Ach, der Umsturz schlug fehl. Eure Streitkräfte einen verdeckten Agenten erdeckt. Den würde ich ganz gerne per Gemetzel umhauen. Kommen wir da überhaupt hin? Nee. Aber hier. Einzelkampf. Ach, funktioniert leider nicht. Wir belagern Segestia. Okay, das ist halt auch schon wieder so. Er hat scheinbar seine seine Truppen da weggezogen. Das ist ein automatischer Kampf. Wunderbar. Und wir besetzen das Ganze. Da hätte ich gar kein Glendale-Königtum draus machen können. Stellte ich gerade fest. So, das müssen wir umändern. Das müssen wir auch umändern. Hain der Epona. Wir bräuchten hellenistische Kultur. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das ein globaler Einfluss ist. Diese Verbreitung. Oder nicht. Da steht für 3 öffentliche Ordnung, verbreitet hellenistische Kultur plus 3 Einfluss. Aber es steht nicht da, ob das denn global ist oder nur für diese Region oder wie auch immer. Wir nehmen auf jeden Fall mal den Schrein des Zeus vielleicht. Verglani, glaube ich, gar nicht so schlecht. Noch. Schiffsrekrutierung, Wohlstand, wir nehmen den Schrein des Zeus. So. Vielleicht hätte ich den zuerst bauen sollen. Aber egal. So, du sollst, du marschierst da sowieso von alleine. Die Schiffe müssten eigentlich auch von alleine schippern. Sparta, in Sparta läuft's alles. Ah, oh, Sparta hat öffentlich auch noch minus 5. Warum auch immer. Gebäudeverarmung und Steuern. Wegen den Steuern meckern sie rum, oder was? Apollonia hat sich gefangen. Die sind bei plus 13. Ihr seid bei bei minus 8. Genauso wie ihr. Weil sich die hellenistische Kultur um 5% pro Runde anpasst. Das bedeutet, das müsste eigentlich relativ, sich relativ gut ausgehen. Jetzt in den nächsten Runden. Wo habe ich jetzt eigentlich meine Uhr? Oh, jetzt habe ich gar keine Stoppuhr gestellt. Verdammt. Dann muss ich das gleich nach dem Bauchgefühl machen. Ich schätze mal so 7 Minuten spiele ich jetzt. Nicht ganz sicher. Ich bin aber auch vergesslich. Ah. Olvia, was ist denn mit denen hier? Sie reiten weg. Wohin reiten die Dalmaten denn? Die müssen doch eigentlich auch jetzt langsam untergehen. Diese Olbia befand sich im Kampf mit einer anderen Nation. Aber irgendwoher kenne ich... Ach, die saßen doch hier. Die saßen noch bei Olbia dann. Das heißt, Olbia, da wurden sie vertrieben. Die wurden rausgelöscht. Ausgelöscht. Kandidat, andere Familien. Wir möchten ganz gerne einen von unserer Familie haben. Und zwar aus der antigonistischen Dynastie. Und dann nehme ich einen... Die Angriffshexere oder die schwere Turmheptere? Ich nehme mal... Wir nehmen mal die Angriffshexere. Wunderbar, Herr Admiral. Du solltest dich da oben hin bewegen, Richtung Apollonia.
Seid ganz schön langsam. So. Eigenschaft erhalten, mag Frauen, okay. Martialische Fähigkeit. Was? Wir haben eine Mission erteilt. Rekrutiert den folgenden Agenten, einen Meister. Wir sollen einen Meister rekrutieren. Was ist denn mit einem Meister? Das Sinhedrion wünscht eine Erneuerung der makedonischen Macht, schickt einen Helden los, das Volk zu inspirieren. Ist das ein Held oder was? Haben die sich da verschrieben oder? Ein Würdenträger ist das ja nicht. Ich habe keine Ahnung, was die mit Meister meinen. Das ist natürlich jetzt schon wieder sehr schön. So, wir haben hier plus 0 durch die Präsenz. Hier haben wir auch plus 0 durch die Präsenz. Und hier haben wir auch plus 0 durch keine Präsenz. Es liegt einfach, dass wir plus minus Dings hier haben. Aber die sind unzufrieden. Ganz schön unzufrieden. Ebenso in Segestia. Aber das sollte sich demnächst dann etwas bessern. In Delminium bauen wir auch gerade die Ziegelbrennerei. Leinenpanzer Schwertkämpfer. Ich wusste gar nicht, dass die Hellenen Schwertkämpfer bauen können. Oh, aber hier können wir... Stellt Belagungsgeräte bereit. Griechische Ballistenbastei und griechische Skorpionbastei. Unser Essen reicht auch sogar noch. Na egal, wir werden... Wir bauen ja eigentlich schon überall. Wir schauen uns mal die Region Navissos an, rund um Navissos. Hier brauchen wir nichts zu bauen. Antaya könnten wir eigentlich was bauen. Wie sieht es mit der Nahrung hier aus? Nicht ganz so gut. Nicht ganz so gut. Das ist unsere globale Nahrung, ne? Hier ist die Nahrung pro Menge, die diese Provinz produziert. In Pella könnten wir die Fischerei aufrüsten. Das machen wir mal. Und den Tempel des Hephaistos eigentlich auch. 20% Wohlstand durch Industriegebäude. Minus 8 Nahrung. Wir bauen das erstmal auf und dann schauen wir mal, was das für eine Auswirkung hat. Da sind ja noch die Delmaten. Noch ein paar haben sie hier. Aber sie haben halt keinerlei Truppen mehr. Okay, beenden wir die Runde. Ab in den nächsten Zug. Der Senat bettelt nicht gerne. Doch Rom braucht Geld. Ihr könnt doch sicher euren guten... Weißt du, ihr würdet... Auch so ein gutes... Ihr würdet auch so gut verdienen durch das dann ins Abkommen. 300 pro Runde immerhin. Und wagt euch ja nicht, Patavium anzugreifen. Diese Region gehört noch mir. Das Glas möchte ich ganz gerne haben. Das ist ein super guter Handelsknoten. Ja, die Römer, die sind auch teuflisch. Die sind böse. Die sollen mich bloß nicht irgendwie... Sollen bloß nicht hier böse sein. Sollen sich bloß verziehen, die alten Schweine. Ach, die Delmaten haben noch Patavium? Oder? Sehe ich das richtig? Es wäre für uns alle gut, wenn wir von heutigen Tag an Handeln betreiben. Es wäre gut, wenn wir Handel betreiben, aber nicht durch, nicht, ihr kriegt keine Zahlung von mir. So. Nee, doch nicht. Oder doch, die haben wahrscheinlich Patavium angegriffen, aber... Wir haben feine Waren und ihr besitzt sicher aus vieles, was für uns begehrenswert ist. Also wollen wir handeln? Ja. Warte mal, seid ihr nicht ein bisschen weit weg? Ah, nee. Die Delmaten? Ja, wir handeln. Hervorragend, mein Volk. Noch mehr Geld pro Runde. Aber ich würde sagen, das war es dann auch schon für diese Folge. Denn ich meine, wir müssten bei den 15 Minuten so langsam angekommen sein. Falls es ein bisschen weniger ist, dann werde ich das beim nächsten Mal einfach draufschlagen. Ansonsten, ich wünsche euch was.
Viel Spaß noch und bis zum nächsten Mal, also bis morgen um 14 Uhr. Euer Rio, ciao.